Hallo, mein Name ist Annette, ich bin 50 Jahre alt und habe seit 18 Jahren MS. Seit 2 Jahren bin ich als MS-Reporterin immer mal wieder tätig für die Deutsche MS-Gesellschaft. Ich mache jetzt zum dritten Mal einen kleinen Film und zwar jeweils zum Welt-MS-Tag-Thema. Dieses Jahr ist das Motto: Keiner sieht's, eine spürt's, beziehungsweise keiner sieht's, einer spürt's. Es geht diesmal um die unsichtbaren Symptome von der Multiple Sklerose. Und das ist ja nun mal ein Thema, das die Leute, die MS betroffen sind, fast noch mehr beschäftigt als die Dinge, die offensichtlich sind, die man sehen kann. Zumindest geht es mir so, dass mich diese unsichtbaren Symptome doch mehr noch beschäftigen als die Dinge wie zum Beispiel das schlechte Gehen. Ich sitze jetzt hier gerade auf meinem Rollator, ein sehr gemütliches Ding. Die Leute erkennen natürlich nur, dass man eine schlechte Art hat zu gehen, dass man damit Schwierigkeiten hat. Aber was das alles sonst noch mit sich bringt, die MS, das muss man den Leuten, die nicht betroffen sind und auch die betroffen sind, tatsächlich erklären und erzählen, um was es bei einem selber geht. Meine Hauptprobleme sind zum einen die Gleichgewichtsstörung und zum anderen die Sensibilitätsstörungen, hauptsächlich in den Händen. Dann einher geht damit bei mir so eine Wahrnehmungsverschiebung. Das wirkt sich dann aber auch wieder auf dieses Gleichgewichtsproblem aus. Es ist die Schwierigkeit, dass viele Dinge ineinander verhakt sind, sodass man das ganz schlecht einzeln auseinanderteilen kann. Die Probleme, die ich dann also im Alltag damit habe, ist zum Beispiel jetzt, wenn es um die Sensibilität meiner Hände geht. Ich habe ein sehr taubes Gefühl in beiden Händen. Ich habe dadurch zum Beispiel Schwierigkeiten, Stoffe anzufassen oder Papier. Knöpfe zu machen, Reißverschlüsse, das sind alles Dinge, mit denen ich ganz arge Probleme habe, weil ich es zum einen nicht richtig ertasten kann und die Feinmotorik in den Händen dadurch aber auch so gestört ist, dass ich also wirklich ja, wie mit irgendwelchen Klotzfingern oder mit den allerdicksten Handschuhen, die man finden kann, diese Dinge machen muss. Zumindest fühlt sich das für mich so an. Naja, als praktisches Beispiel mit der Problematik mit den Fingern ist es so, mit den Händen. Ich fotografiere eigentlich sehr gerne, aber ich kann leider den Knopf nicht ertasten. Das sind Sachen, die kann man nicht absehen, beziehungsweise ich weiß es mittlerweile, aber andere Leute sehen das natürlich nicht, dass das für mich auch eine Schwierigkeit sein kann. Ja, und jetzt mal vom Tastgefühl abgesehen, die Wahrnehmungsstörung, die ich habe, die ist, ja, da muss ich die Situation erklären. Ich bin in einem Hotel gewesen und hinter mir oder schräg hinter mir saß eine Gruppe. Die hatten einen Knobelbecher dabei und haben ein Knobelspiel gespielt. Und für mich war dann der Abend gelaufen, weil dieses Klappern von diesem Becher hat mich so rausgebracht und so irritiert, dass ich also wirklich ein riesiges Problem gekriegt habe. Wenn die Leute da jetzt sich nur unterhalten hätten, nur, dann hätte ich da auch meine Schwierigkeiten damit gehabt, zu differenzieren, was an meinem Tisch gesprochen wird und was dort gesprochen wird. Aber dieses Klappern, dieser harte Ton, das war für mich eine ganz große Schwierigkeit. Wenn ich jetzt nicht sitzen würde, sondern stehen würde, dann würde ich so ein Schwindelgefühl bekommen, dass ich mich wirklich festhalten muss. Und da bin ich dann jetzt auch wieder bei dem Gleichgewichtsproblem. Ich habe ein sehr beeinträchtigtes Gleichgewichtsgefühl mit
Rollator oder Krücken geht das besser. Aber dieses Gefühl, unkontrolliert irgendwo in eine Richtung zu wanken, ist fürchterlich. Ein Alltagsproblem mit Leuten, die ich nicht kenne, ist, ich möchte durch eine Tür gehen, jemand kommt mir entgegen. Ich bleibe stehen, der bleibt stehen und dann sage ich, gehen Sie doch bitte zuerst durch. Und dann sagen die Leute grundsätzlich, nein, ich habe Zeit, gehen Sie mal durch. Dann denken die, es geht mir darum, ich bin zu langsam. Das ist aber nicht das Problem, sondern mein Problem ist, ich verliere das Gleichgewicht noch mehr und ich kippe auf diese Leute drauf. Und deswegen muss ich in solchen Fällen mittlerweile auch einfach sagen, mir wäre es wirklich lieber, wenn Sie zuerst durchgehen. Und dann gehen die Leute auch durch. Und das ist der Punkt. Man muss mit den Leuten sprechen, was mit einem los ist, beziehungsweise was man braucht, damit die auch eine Sicherheit mit einem bekommen, was kann ich jetzt tun? Wie kann ich mit dem MS-Betroffenen umgehen? Also, es ist für beide Seiten ganz wichtig, über Dinge zu sprechen, dass man offen ist und sagt, heute geht es mir nicht so gut, oder dass der andere fragt, wie sieht es denn bei dir heute aus? Was ist drin? Können wir irgendwas machen oder nicht? Das ist von Tag zu Tag auch verschieden und von Person zu Person verschieden. Also man kann sich sogar selber auch ins Fettnäpfchen setzen, wenn man selber als MS-Betroffener in einem Wartezimmer zum Beispiel sitzt. Eine Frau sitzt in einem Wartezimmer und ein Mann kommt rein, schweißgebadet und mit allergrößten Problemen hangelt er sich an der Wand entlang, damit er nicht umkippt, weil er so wankt. Und diese Frau ist so entsetzt und schüttelt nur den Kopf, dass dieser Mensch da reinkommt, in diesem Zustand, weil sie denkt, er ist völlig betrunken. Das war der aber gar nicht. Der war da genau richtig in dieser Praxis, denn der hatte ein Gleichgewichtsproblem mit seiner MS und hatte wahrscheinlich gerade einen akuten Schub und brauchte jetzt ganz schleunigst Hilfe. Und wenn man das selber mit seiner eigenen MS nicht hat, solche Symptome, kann man die natürlich auch nicht richtig erkennen. Und dann gibt es ganz oft Missverständnisse. Ja, schließlich möchte ich noch auf zwei Dinge hinweisen. Ich hatte ja in meinem letzten Film erzählt, dass ich ja diese Schwierigkeiten mit meiner Kamera hatte. Das hatte ich ja damals auch angesprochen und mit meinem Tablet und dass ich festgestellt habe, dass die Pannenfotos, die ich mit diesem Tablet gemacht habe, eigentlich noch interessanter aussehen als das, was ich eigentlich fotografieren wollte. Und ich habe letztes Weihnachten einen Kalender verschenkt als Sammelgeschenk. Muss ich gleich mal zeigen, den habe ich hier. Mit Pannenfotos. Das ist eins meiner Pannenfotos. Ich habe das natürlich so ein bisschen kultiviert, dass ich meine Kamera entweder wogegen gelehnt habe oder einfach nur gehalten habe und einfach geknipst habe, ohne zu gucken, was sehe ich denn jetzt genau. Und da kommen tatsächlich solche Sachen bei raus. Das sind Pfauenfedern. Und jetzt schaue ich mal, was ich da sonst noch habe. Eine Hortensie. Ja, ich werde nachher noch mal. Nein, ich habe sie auf den Kopf gehalten. Entschuldigung, so rum gehört sie. Ich werde nachher nochmal Bilder zeigen von diesem Kalender, weil ich es einfach total witzig finde, was dabei rauskommt. Und man kann das dann also, wie gesagt, kultivieren, man kann da was draus machen. Und es macht Spaß. Also man kann diese Dinge, diese Schwierigkeiten, die man hat, auch zu irgendwas nutzen. Man kriegt sie dadurch natürlich nicht weg, aber zumindest kriegt man gute Weihnachtsgeschenke damit. Immerhin. Gut, das ist das eine und das andere ist noch eine Aktion beim Welt-MS-Tag.
Die Deutsche MS-Gesellschaft hat einen Wettbewerb ausgeschrieben zum Welt-MS-Tag und zu diesem Thema, zu den unsichtbaren Symptomen, und hat die Leute aufgerufen, man möge doch bitte etwas beitragen. Wie empfinde ich selber die MS oder was weiß ich dazu? Was habe ich damit zu tun? Ihr könnt also wirklich richtig kreativ werden. Macht Bilder, Fotos, malt was, schreibt Gedichte, Geschichten, Lieder, singt was, macht einen Flashmob, das fand ich eine tolle Idee. Ein Flashmob oder eine Ausstellung. Und ihr könnt das alles einreichen bis zum 30. Juni. Und eine prominente Jury wird dann die Auswertung machen. Und in Berlin wird es dann im Sommer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, einen Festakt geben dazu. Und ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass also wirklich ganz viele Leute ihre Beiträge einreichen und ich hoffe auch, dass wir die auch zu sehen bekommen. Und schaut, was ihr alles draus machen könnt. Ich wünsche euch was und hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Also, bis dann.